Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Ja, wir befinden uns wieder, ich weiß gar nicht wie lange, in der Zukunft, wieder eine Woche oder so. In der Zukunft, ich habe wieder offscreen ein paar Sachen gemacht, ein bisschen hier hoch trainiert und so was alles, ne? Wupp. Das ist meine Maus. Piep. Okay. Ich habe ein bisschen hochgelevelt, ich habe ein bisschen Sachen hier hochgelevelt, Charakter hochgelevelt, Waffen hochgelevelt, ne, alles mögliche, ne. Ich habe, glaube ich, hier alle lilanen Waffen fast hier, ne, noch nicht, aber alle einzigartigen Waffen, die ich benutze, schon hochgelevelt. Ich habe einen Agenten schon auf so 45, 40 hochgelevelt, ne. Und ja, wir machen heute mal, ich habe mir vorgenommen, die eine Quest hier mal weiterzumachen, ne, Soldatin Nummer 11. Dann haben wir schon seit Ewigkeiten mal angefangen, aber noch gar nicht weitergespielt. Ne? Ich würde sagen, da machen wir auch mal kurz einen Punkt hinter, ne? Und machen das mal. Ich glaube, da muss ich noch zwei Sachen machen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ah, gucken wir mal. Mole in the Hole. Okay, das war jetzt aber nicht. Okay. Aber das könnte vielleicht noch ein bisschen dauern. Ne? Sind da mehrere Sachen. Durchschnittliche Gegnerstufe 15. Ich nehme an, wir spielen aber wieder als sie. Das heißt, wir bekommen davon hier, weil nicht nichts wirklich mit, ne, weil die Schwierigkeit bleibt alles gleich und so, ne. War noch irgendwas anderes, ich weiß jetzt gar nicht, ich mache einfach das hier. So, wir gehen mal da rein, machen mal ihre Quest zu Ende, ne, und dann gucken wir mal, ob ich dann vielleicht noch am Ende noch irgendwie was mache, was Kleines. Eines Tages im Nudelan auf der Six Street im Bezirk Janus, New Rito, ein äußerst wichtiges und geheimes Treffen findet statt. Die Geheimnisse riechen förisch wie Nudelsuppe. Heute Abend am Ort, an dem wir uns getroffen haben, komme ich zu spät. Schau mich nicht so an, das sind die Worte der Auftraggeberin. Echt direkt, muss ich sagen. Okay, ich habe meinen Teil erledigt. Es gibt eine Menge, was ich dich gerne fragen würde, aber ich würde lieber nicht darüber reden, bis wir in Kern der Sache kommen. Mein Geheimdienstnetzwerk wird immer noch von einem Kollegen angegriffen. Ich möchte nicht, dass das Feuer auf meine Lieblingsboxy gelenkt wird. Viel Glück. Könnt ihr beiden einen anderen Ort aussuchen, falls ihr nur redet und nicht esst? Am selben Abend in der Ecke der Six Street im Bezirk Janus in die Rido. So, dann nehme ich mal, machen wir hier weiter, ne? Geschichte pausieren, ja. Kann man jederzeit machen. Was hier wieder? Tut irgendwie die ganze Zeit hier aufploppen, aber irgendwie nie ist da irgendwie was. Ich weiß nicht wieso. So, wie lange ist diese Gacha noch da? In 8 Tagen. Ich weiß, wer der nächste Charakter ist und das ist endlich mal ein Charakter, den ich gatschern will. Deswegen freue ich mich schon. Das hier muss ich auch noch gucken. Ich glaube, das ist nur so ein Trailer, den sollte ich mir auch mal anschauen, ne? Dann machen wir für mich die Story weitermachen, ne? So, erstmal machen wir hier Soldatin Nummer 11 Quest weiter. Die hatten wir ja schon mal angefangen vor Ewigkeiten. Aber dann habe ich mich darum gekümmert, hier die ganze Zeit die Story weiterzumachen. Und ja, sie war dann so ein bisschen auf der Warteliste, ne? So, aber jetzt geht's ja weiter und gucken wir mal. Lange ist es her. 17.5回の片手腕立て伏せは一旦保留するとして今回は状況が変わったことを知らせに来た。変動?状況が変わった。ファミオはね、ein paar Schaffen。ich glaube, es sind noch 2 Quests, ne? わざわざ彼の勢力を動員するリスクを犯す必要はない。ということみたいね。ちょっと待って。それでうまくいけばまだいいけど、万が一失敗しちゃったら?おっしゃる通りです。ひとたび捕まってしまえば、裏切り者の素尿を受けるのは11号の方です。マスター、依頼人には 予測可能なリスクを見積もっておくことを推奨すべきです。Du wirst sterben. Ist das so? Ich schlage dir vor, das Risiko gut abzuwägen. もう一度よく考えた方がいい。私はその条件を飲むことにした。ん?なんだって?これは熟慮を重ねた結果よ。反乱軍内部は未だに私を警戒している。ここで退いて あえて疑われる材料を増やす必要はないわ。それに人間の犯す罪の中で裏切りだけは決して許されてはならないの。裏切り者を見つけ出し正義を守るためなら
Also musst du die Hände schmutzig machen. Na gut, dann machen wir das. Ich sollte eigentlich nervöser sein, wenn ich meine Ehre so aufs Spiel setze. Merkwürdigerweise bin ich ziemlich ruhig. Vielleicht liegt das daran, weil deine Proxy-Fähigkeiten mein Vertrauen gewonnen haben. Mit dir zusammenzuarbeiten ist eine tolle Erfahrung. Gut. Dann gehen wir direkt hier weiter, ne? Nehme ich an. Dann geht es hier weiter, ne? Ich könnte auch gar nicht die Story jetzt weitermachen, wenn ich wollte. Sehe ich gerade. So. Ich krieg wieder vorgegebene, ne? Ah, ich kann auch mehrere Charaktere auswählen. Ja, okay, das ist ein bisschen. So. Level 45, was? Aber sie ist. Ist sie dann auch hoch trainiert? Sie ist Level 50. Stärker als alle meine Charaktere. Nehmen wir an, wie, weil genau auch gleich aus wie sie. Immer los, sie. Aufstellung. Okay. Machen wir das. Ist doch vielleicht doch nicht so einfach. Na gut. Dann komm. この武器の試験情報は極秘扱いとなっています。モグラさんの階級では本来知り得ない情報です。新エリート最強の人工知能のマスターでもない彼がそれを知っているのはなぜでしょうか。 Okay. Machen wir das. Da, komm her. Musst du kämpfen. Alles klar. Ja, ganz schön schnell, ne? Vielleicht schaffen wir ja ihre gesamte Quest hier. Ja. Also tut niemand darüber reden, dass sie so aussieht wie Anbi. Hey. Ich weiß gar nicht mehr. Ah, hat sie auch so ein. Hat sie auch so wie Anbi beim vierten Angriff? Hat sie das gleiche Moveset wie Anbi? Ja, ich hatte nicht die ganze Vermassung, ne? Ja. Weiß halt nicht mehr. Weiß nicht, was sie drauf hat. Wir haben gar nicht so ein Ding ja gerade dabei. So ein Hasen hier, so ein Bangbo. Da. Ja, ich denke mal, die Gegner sind aber nicht so stark, weil das Spiel halt annimmt, dass man ja hat ein bisschen früher macht eigentlich, ne? Deswegen geben sie uns hier nicht so starke Gegner, ne? Da war jetzt zum Beispiel nur ein Gegner, das ist jetzt relativ easy. Ich bin schon Schlimmeres gewöhnt hier. Was los? Was? Dann müssen wir die alle erledigen. Okay. Das ist doch bestimmt irgendwo was Geheimes hier. In irgendeiner Ecke. Ja, anscheinend nicht. Irgendeine Geheimecke hier irgendwo so ein. Ne? Ich hab gedacht, in einer Ecke wäre irgendwie so ein Geheimgang oder so, aber ne. Wilde Arteriale streifen durch die Höhle, bereitet jedes Ziel zu zerfetzen.
Aber Salati Nummer 11, Agilität und Effizienz, macht das Anschleichen weit weniger riskant als erwartet. Das Zielsauftrag ist zum Greifen nahe. Aber ich sehe gar nichts. Die junge Sergeant beugt sich leicht nach unten und betrachtet den kleinen Guide neben ihr. Durch die sensorischen Synchronisationen wird ihr strenger Blick, der hinter ihrer Brille verborgen ist, direkt auf den Blickfeld projiziert. あなたのような部外者に見られた場合、機密漏洩対策として24時間365日こちらの監視下に置かないといけない。 Okay. Ich stehe schon meine Augen. あなたは私を距離を置くことは Sagt er, während seine Augen voll auf sind. Ich garantiere, beide meine Augen sind offen. Die erste Mission war aber. Nach ihrer Anweisung läuft der Leiter 11 los, ohne sich noch einmal umzudrehen. Die erste Mission war ja mit diesem Fanboy hier von Python, mit der zusammengearbeitet hat, ne? なんで11号は他の脱出ルートが欲しいんだろう。来た道を戻った方が早いのに。予備の脱出ルートを検索中。該当フォローエリア内に侵食を受けた知能機械が大量に存在するため、無効なデータの比率が標準値を上回っています。よって精密測定に通常より多くの時間を所要します。 Beim Klang der Stimme macht die Sergeantin einen ratschen Sprung zurück in den Bank. Beim Sergeant, jetzt Sergeantin. Ja, okay. Er ist tot. Möglicherweise hat das Bango die Anweisung befolgt und ihn geschickt in die Ohren zugeschaltet, sodass deine synchronisierte Sinne nicht durch die Explosion getroffen wurden. Der junge Sergeant nicht zustimmt. <lacht> 忠実に責務を全うしたというわけ。防衛軍の武装として恥じるところのない優秀な兵士だったわ。Ah, diese große Explosion hat fein auf uns aufmerksam gemacht. まあ、ちゃんとだ、seine letzten Worte。敵だけじゃないわ。私が所属する部隊は実験兵器の後始末を任されている。もし隊員の誰かが爆発の音を聞きつけて 引き返す私たちと遭遇してしまったら、私の忠誠を疑われる事態にも発展しかねない。理解できないかもしれないけど、軍人にとっては忠誠が全てなの。これがあなたに他の脱出ルートをお願いした理由よ。このような場面を知り合いに目撃されるのは極力避けておきたいわ。それで他のルートは見つかった？ Mal sehen, was wir tun können. Das meinst du mit 38% noch übrig? Du bist doch ein super Computer, mach doch die anderen noch. Dann mach die doch. Vorletzte meine ich. Wie so schnell geht der Ferry? Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott. Ah.
So eine Quest hatte ich letztens irgendwie. So, oh, warte mal, verdammt. Na und nun. Jetzt haben wir uns, um ihn aus dem Weg zu gehen. Ja. Du hast aber 10 Minuten lang Augenkontakt mit deinem Gegner gehalten. Okay, ja, ist nicht so schlimm. Ja, ist nicht so schlimm. Sowohl du Gegner als auch Verbündete richten mehr Schaden an. Hey, das ist auch was, sehe ich gerade. Jetzt kommt er aber auch wieder. Aha. Leute. Ja, ja, ist okay. Nochmal. Ah. Aber ist nicht so schlimm. Aber er ist ja nicht nett. Nach einer Reihe von Infiltrationsmanövern erreicht ihr den Ort, von dem Fail gesprochen hat. Tatsächlich steht dort ein kleines militärisches Kommunikationsgerät, das eine flüchtige Ähnlichkeit mit dem Sendegerät aufweist. Und was auch immer da unten noch stand. Ganz genau, wir können es benutzen. Herauszukommen, ne? Du erklärst kurz die Absicht von Fairy. Es war einfacher, als ich erwartet hatte. ずっと以前に無効になったデータのはずだわ。 Weißt du, dass wir Python sind oder nicht? Ne, sie wollte nur, dass wir uns ausgeben, wie er, ne? Ja, genau. Meine Frage beantwortet. In der letzten Quest. Wurzel sogar stimmt Soldatin 11 deinen Vorschlag zu. Sie teilt dir sogar, dass ihr zuletzt das bekannte Passwort für den Zugang zum, was auch immer da war. ふざつな気持ち。私たちを慰めてくれてたのかも。甘く見られた気もするけど。フェアリーへの挑発と認識受けて立ちます。防衛軍総司令のスマートフォンのパスワードをも解読してみせましょう。こら、張り合わないの。余計なことしないで早く脱出ルートを測定しなさい。通信ネットワークのデータを照合中。 Da muss ich noch weiterlaufen. Aber ist auch voll weit entfernt. Ah, da oben. Ah, da wäre ich ja so oder so dahin gelangt. So, nein. Ach. Ah, ja, mein Gott. Ah, haben wir voll viele negative Effekte, aber ist okay. Die waren bis jetzt noch nie irgendwie so schwierig, die Dinger, finde ich. Na, ah, das ist doch voll Kacke. Ach. Warum will
Ja, kacke, ey. Da kommst du auch gar nicht mehr raus. Maximum LP. Nee, Wiederbelebung, glaube ich. Ich lieber. Na, bin ich schon wieder gefangen. Ach. Ah, das geht schon. Habe ich auch mal gehört, bekommt, wenn man irgendwie es schafft, ohne Fänger bei Erkundung durch die dreht zu allmächtig. So, jetzt kann es ja nicht mehr schlimmer werden. So, das reduziert aber unser Ding, ne? Erkunden durch. Nein, danke. So, boom, das hole ich mir jetzt noch. So. So. Genau, was ein bisschen mehr Schaden und alles Mögliche, was auch immer die ganzen Effekte da sind, aber ist okay. Na, komm her. Ich fand die bisher noch nicht so schwierig, diese Dinger. Den Nebeneffekt, den man bekommt. Was ist die eigentlich? Ist die eine Angreiferin? Also, Soldat Nummer 11. Ja, mein Gott, der viel Schaden. Wieso mache ich so viel Schaden? Da war es das schon. Nachdem die da erhalten hat, nimmt Soldat Nummer 11 Kontakt mit Herrn Warwolf auf. Ja, geschehen. Herr Marwurf hat die Verbindung getrennt. Ja, machen wir den auch noch, ne? Auf die Gefahr drauf, dass der viel länger ist als der jetzige. Roter Ninja. Nun denn. それでも今回の一件を通してあなたの実力は心から認めているの。何よりあなたは私にそして正義に力を貸してくれたから。Okay. Das ging ja relativ schnell. Können wir direkt den nächsten auch noch machen, ne? Da, boom. Und ich habe alles hier. Ja, ich muss ja nur die Dinger. Da, ich habe wieder Ressourcen hier. Ach, ich brauche wieder Erfahrungspunkte und alles Mögliche. Fühlt sich an, sich die Hände schmutzig zu machen. いわば私は防衛軍にとっての手袋に過ぎない。それが汚れたところで大したことではないわ。もしよしゅん、einige Gedanken was。あまりほじくり返すつもりではないけれど、君の気持ちはどうなる。裏切りは吐き気を催すほどの邪悪だけど、この状況においてはその苦難を忍ぶこと自体が何より忠誠の証になる。どんなに汚れをかぶったとしても。 Gut. Sprich den Auftrag mit Bell. Bei der nächsten Operation werden wir das Netz einholen können. Okay. Möchtest du fernschauen, Bell? Nee, nee.
Zum Glück ist Soldatin der 11 nicht aufgelogen. Das haben wir nur dir zu verdanken. Ich will auch nicht, dass die Sergeant Pech hat. Obwohl sie manchmal eine gruselige Aura ausschreit und uns immer mit falschen Namen nennt. Aber sie liebt Nudeln. Das ist ein Beweis dafür, dass sie einen guten Geschmack hat und eine gute Person ist. Nur aus diesem Grund. Dein Gesichtsausdruck nach zu urteilen, magst du sie doch eigentlich auch schon, oder? Schon gut, ich höre auf. Wenn man bedenkt, was für einen großen Gefallen wir ihr getan haben, sollte man meinen, dass sie unseren Namen langsam kennt, oder? Wie lautet noch mal unser Deckname? Apropos, wie lautet noch mal unser Deckname? Ach, meine Erinnerung ist verschwommen. Vielleicht liegt es daran, dass es uns unbewusst klar ist, dass unser Deckname mit der Farbe Rot zusammenhängt und wir ihn deshalb immer wieder vergessen. Hey, wenn das der Fall ist, könnte es dann sein, dass Soldat Nummer 11 ebenfalls bemerkt hat, dass es sich um einen Decknamen handelt, der sich mit der Farbe zusammenhängt und deshalb den Namen nicht auf dem Schirm hat? Ist das ihr messerscharfer Instinkt, den sie auf den Schlachtfeld entwickelt hat? Wir sollten sie besser zügig schnappen und mit ihr einen Lottoschrei kaufen. Vergiss es, warum machen wir nicht eine Pause, bevor wir die nächste Privatnachricht bekommen? Geschichte pausieren. Beziehungsweise weitermachen. Ich kann die auch weitermachen, ne? Neue Kapitel, ja. Da müsste das letzte jetzt sein, ne? So. Kann ich da irgendwo sehen, wie ich die abgeschlossen habe? Nee, ne? Wie viele Sterne? Ich meine, ich habe ja alle Dinger bekommen. Was ist das? Back to Life Kassettenhülle. Oh, da kann man auch Dings freischalten. Na, dann machen wir das auch noch. Ne? Wird ja wohl nicht so lange dauern. An einem Tag nach der zweiten Zusammenarbeit mit Soldatin Nummer 11 in der Videothek. Random Play auf der 6th Street in Bezirk Janus New Rido. Ja, ich weiß, wo mein Dings ist. Muss mir nicht das genau erklären. Ich weiß, wo unser Laden ist. Genau, wie erwartet von meinem verlässlichen Fachmann, alter Freund. Das hast du gut gemacht. Die Auftraggeber ist auch sehr zufrieden. Es ist fast getan. Kannst du dich ein bisschen beeilen, Alter? Wir stehen hier noch Schlange. Sie hat recht, bitte zahl zuerst. Kein Problem. Ach ja, immer noch am üblichen Ort. Hm, wieder der übliche Ort. Ich bezweifle irgendwie an einen Sinn für Gegenüberwachung, Gegnerüberwachung. Am selben Abend in der Ecke des Six Feet mit Sirk Janus Nerido. Ja, danke, du musst mir nicht immer genau sagen. So. Achso, sie soll ich. Ich dachte, ich so bis ihn nochmal im Nudelladen ja treffen oder so. Die Auftraggeberin ist noch nicht da. Lass uns zunächst auf sie warten. Und jede Verwarnung ertönt plötzlich die Stimme von Soldatin Nummer 11 von hinten. Kein Ding. Ich meine, er liest sowieso immer genau vor, was ich da auswähle. So brauche ich da doch gar nicht vorlesen, ne? Wenn nur eine Auswahlmöglichkeit ist. Oh, danke schön. Für was? Hast du gerade gelächelt? Ich habe sie lachen gehört. そんなに驚くことでもないでしょう。私を喜ばせることはたくさんあるわ。戦績、昇進、裏切り者の血、激辛ラーメン。エクストラシャーフ。肩を並べて戦い続けられる戦友。これからもよろしく。クリムゾンワイズハーミット。 Alter, ist die krass. Okay. So, Bell. Die dritte Höhle, um alles zu Ende zu bringen. Kein Ding. Kann man diese Dinge auch nochmal nachspielen? Zur Not, wenn man das nochmal machen möchte. So. Das ist aber immer nur, ja. Also sage ich mal, diese drei Dinge hier bekomme, ist alles okay, ne? So, physisch und Feuer, warte, bevor ich da reingehe. Ich habe jetzt ein paar Erfahrungspunkte. Krieg sie auf Level 45? Krieg ich sogar. Boom. Ich habe, glaube ich, noch nicht genau so Sachen, ne? Ne, ich habe ja alle in Billy investiert, glaube ich, ne? Na ja. So.
Dann tun wir noch ein paar Sachen hier aufleveln. Ne? Jetzt habe ich ja wieder Ressourcen ausgezeichnet. Ich brauche auch kein Geld hier, um die reinzupacken. Wie ein Genshin oder Honkai. So, für schon Feuer. Dann nehmen wir. Ich meine, ich muss Anbi mitnehmen. Weil die ja beiden so ähnlich aussehen. Ich muss die einfach mitnehmen. Ich kann nicht Soldatin Nummer 11 reinnehmen und nicht Anbi. Ich habe immer noch nicht geguckt, was sie für ein Charakter ist. Ich glaube, sie ist auch Durchbruch, ne? Oder ist die Attacke? Also was für eine Klasse sie ist, ne? Mit einem Support, Angriff, so Durchbruch und so alles hier eingeteilt. Okay. Ich wollte schon sagen, das ist ein bisschen einfach, egal. Oh man. Okay. Na, wir sind ja in der Falle. Die Rebellen rücken allmählich näher, aber Soldatin Nummer 11 bleibt wie angewurzelt stehen. Nur ihr leichter Atem ist das einzige hörbare Geräusch zu vornehmen, das durch ihre Haare in einen Wange rauschen und durch leises Murmeln durch das Mikrofon erzeugt. Bitte nenn mich nie wieder so.
Oh meine Güte, ich bin. Na gut. Ciao. Nein. Oh Mann. Hey. Hier rein. Was? Okay. Was soll das jetzt, wenn ich sowieso einfach so erledigen kann? Das machen wir. Deine allmächtige Assistentin. Ja, da war doch gerade eine Truhe oder so, oder bin ich bereit? Und Dennis. Ah, lass mich erstmal hier hingehen. Hier ist auch noch was. Da. Wo komme ich hier hin? Nirgendwo hin. Was? War doch aber anders. Schulter. Okay. Da muss ich mich nach links, nach rechts schießen, ne? Ja, ich tue mal alle Dinger hier ausprobieren. Man weiß ja nie, ne? Vielleicht komme ich ja da irgendwo hin, ne? Nö. Ja. Na gut, dann gehe ich ihm da lang. Boah. Schalte alle Empfangsgeräte ein. Ja. Vertrau mir doch mal, Schwesterherz.提案防衛軍の通信プロトコルを切り、新しい通信ネットを立ち上げることを推奨。直近2回の依頼を経て断片的な防衛軍の通信データが履歴に残っています。それを取得し、一時的な バイルです。頼んだよ。軍用通信ネットワークバリアスプランバージョン。あ、成功したみたい。外部からの信号とつながったよ。あなたの姿を視認しました。どちら様から？ 警戒する必要はありません。私は11号の戦闘。そこで書かれた。あなたのおかげで通信が回復しました。ご協力に感謝いたします。11号とあなたの協力状況についても把握しております。こちらで攻撃態勢を整えておきますので、あなたは11号の支援に戻ってください。11号のところに戻るには 来た道を戻るのが一番だけど、反乱軍の追っ手がうじゃうじゃいるよね。私たちだけじゃ。Schießt du dich uns an?
先ほども申し上げた通り、こちらからあなたが視認できています。それだけで十分です。Während du noch darüber nachdenkst, was die geheimnisvolle Frau damit gemeint hat, ertönt plötzlich ein lauter Knall in die Ferne. Im gleichen Atemzug fällt ein Rebellensoldat, der sich leise an dich herangeschlichen hat, unweit von dir zu Boden. Okay. Ein bisschen ähnlich wie sie. So, oh, nice. Mehr Zeugs. Boah. Oh, nice. Die haben alle hier fertig gemacht. Doch. Ah. Das macht ja nicht so. Ja. Okay. Ja, sind halt zwei riesige Schalter. Locker, ja. Eiskalt. Wow. Okay, wo ist denn das dritte Ding da? Hey, was geht? Willkommen und helfen, ja. Okay. Ich spiele gar nicht. Soldatin Nummer 11 jetzt. So, hey, was geht? Ja, aber nicht so schwierig sein, ne? Mit alle blocken. Hupsa. Soll ich Ambi oder Ambi benutzen? So ein Kettenangriff, ne? So. So, okay, da wollte ich nicht. Und einfach nur wechseln. Sag. Jetzt nehmen wir mal einen Angriff hier machen. Mein Gott. Leben da noch. Hey, was geht? Na? Ich spare meine ganzen Fähigkeiten auf. Zack, zack, zack. Da. Da werden wir noch. Oh, Cutscene. Ich habe mir schon gedacht. Es gibt bestimmt für jeden Charakter eine Cutscene, ne? So wie ein Genshin. Seite. Ich wollte gerade mal sagen, wozu braucht sie unsere Hilfe?
Leider weg. Alles klar. Na, ich muss schon, da kommt noch was, ne? Nein, tust du nicht. Komm dir genau hinterher. Was ist das? Das ist genau wie in Genshin, wo es bei jeder Charakterquest mindestens eine Cutscene gibt, von irgendeiner Weise, ne? Vielen Dank, das ist zu nett von dir. Ich dachte erst, er will jetzt da stehen, so ehrlich gesagt. Einige leben. Oh nein, das ist so ein Boss, glaube ich. Mein Gott, wie viele kommen denn noch? Ich glaube, Ist das, was ich sagen würde, aber ねえ、あいつ11号という女。あいつにはこんな話がある。いつからかは知らないが、あいつは裏切り者に並大抵ではない憎悪を抱いていて。 あいつに捕まった裏切り者が取り調べ室を生きて出てきたことはないと言われているんだ。つまり死刑を加えていたと。そんな話今。いや、そんなことないですよ。何はともあれ、あいつの手に落ちることだけはなら、その両手はすでに 裏切り者の血によって赤黒く染まっているのだからな。Keine Reaktion。効果はいまいちだな。うん。Warum lächelst du darüber? Warum ich gerade so nachladen, wo ich gerade. Oh, du schon wieder da. So, komm mal her. Jetzt sehe ich dich kaputt. Und dich auch. Den auch. Die kommen alle da rein. Oh.
Aua. Geblockt. Ich hab doch geblockt. Leute. Zack. Da. Und nein, ich bin stärker. Ich bin tatsächlich stärker. Hätte ich nicht gedacht. Als ungesetzliche Bestrafung für eine als unrecht angesehene Tat töten. Alles klar. Also jemanden ungerecht töten. Okay. Na, warte, den kriegen wir. Schön irgendwo eingebrüllt. Ich sehe da schon einen Boss. Ah, nee, das ist ein Ding zum Heilen, ne? Sieht irgendwie so aus wie hier dieses Zeichen von, wenn man gegen diese Roboterbosse kämpfen muss. Ah, ja, einmal wieder Belebung. Alle sind noch relativ fit. Ja, los geht's. Ey, was geht? Na? Voll zu ihnen hingesprungen. Na gut, so komm her. So, noch eine Cutscene. Zwei Cutscenes pro Charaktere. Genshin. Das war eine erste Mission auch eine Cutscene. Nee, ne. Aber gegen die Typen habe ich schon gekämpft. Die sind voll nervig. Glaube ich. Ist er der gleiche? Oder ist er ein neuer Boss? Da habe ich einen Schlitten. Ja, da war nicht so viel aus. Das ist ein neuer Gegner. Nee, ne. Ich weiß, einen Boss habe ich noch nicht freigeschaltet. Ja, boah, Leute, ich bin auch am Blocken. Ja, recht chillig, der Typ. Ah,
Ich kann euch nicht hören über meinen Sieg. Ich dachte, da ist noch ein Auftauch, ne? Ja. Genau diese Konstellation habe ich schon mal bekämpft, glaube ich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber ich hatte es, wenn ich gegen einen Gegner kämpfe, ne, und ein anderer kommt da und tut die ganze Zeit schießen, ey. Das ist zum Kotzen. Leute, Leute, ich bin noch am Blocken. Ja, Weapon Free. Was ist das? Free Freezer von Jojo. Ja, stimmt. Sieg ich kaputt. Sowieso erst den anderen auch noch erledigen, ne? Hey, komm her, Stück. Er ist voll eingelaufen. Ja, vielleicht ist gleich einer der Kampf, wenn ich den erledige. Ne? Oh, noch mal den hier. Mein 1000 Degree Knife hier. Nein, komm näher. Nein. Ich hab doch geblockt, Mann. Ja. Was weißt du ja schon? Ich meine, danke. Ich kann es jetzt wagen, so über mich zu reden. Ich meine, um sich um sie zu kümmern. あんたの企みは大体うまくいったけど、致命的なミスが2つあったね。1つ、あんたはあの兵士の実力を甘く見てた。2つ、最初に言ったでしょ、正真正銘、私たちは本物のパエトーンだって。やば、フォローがものすごいスピードで収縮してる。仕事は終わったし、崩壊する前に脱出しちゃおう、お兄ちゃん。 Lass mich euer Hund. Ich mag keine Hunde. Tschüss. Der Typ gerade am Sterben. Ein bisschen traurig ist das schon. Der Typ wird wortwörtlich gerade gestorben und wir haben ihn dabei zugehört. Mein Gott, sind die krass drauf, die beiden. Yay! Ausgezeichnet. Damit haben wir Soldatin Nummer 11 abgeschlossen, ne? So wie ich das jetzt verstanden habe. Wenn ich jetzt hier als Charakter hätte, dann könnte ich für sie hier Freundschaft sammeln, ne? So wie ich da verstanden habe. Wir sind da ja Truppenmitglieder. あなたたちを正式に引き合わせるつもりよ。クリムゾンワイズハーミット、黒騎士としての手腕はもちろん。クリムゾンハーミット。 eigentlich bin ich der echte Python. 実は僕は本当にパイトンなんだ。信じるかどうかは君次第だけど。よっぽどパイトンの役が気に入ったのね。でも もうお芝居を続ける必要はないわ。大丈夫。あなたならきっといつかパイトーンに匹敵する名声を得られる。お前にグテイクベネス。戻りがてらラーメンを食べていくのもいいかもしれないわね。この辺りに美味しい激辛ラーメンがある。スーパーシャーファンヌードルある。もし評判通りの味なら今後もこの近くで
私を見かけることになるかもしれないわね。クリムゾンチリペッパー。クリムゾンチリペッパー。Nenn mich bitte Python。ぜひこれからは、パイトンと呼んでほしいな。Wird jetzt, selbst wenn ich hier Freundschaft irgendwie habe, なるほど。まずはそう思い込むことから始め。Selbst wenn ich mit ihr Freundschaft schließen würde, würde sie die ganze Zeit mich Python nennen, aber die ganze Zeit denken, ich wäre nicht der echte Python. 今晩は美味しいラーメンが食べられるといいわね。Das ist so die Dynamik, die sich mit ihr hier anbaut. Meine Freunde warten immer noch auf mich. Ich sollte nach einem kurzen Spaziergang direkt zurückgehen. Okay. Dann haben wir das erledigt, ne? So, weil ich will die ganze Zeit hier Datei aufmachen von mir. So, ey. Sitzanimation. Mach's gut, Herr Maulwurf. Letztendlich hat er unsere Identität herausgefunden. Naja, zur Abwechslung tut es auch mal gut, Python zu sagen. Haben wir wortwörtlich vor seinem Tod ihnen gesagt, dass wir Python sind? Das ist ja wie diese eine berühmte Szene aus Death Note, wo Kira noch diese eine Frau gesagt hat, ich bin Kira, bevor sie gestorben ist. Ey. So eiskalt, ey. Boah. Aber ja, aber von uns schon lange verdächtig, schon ein bisschen beängstigend. Wir hätten vorsichtiger sein sollen. Jedenfalls war der Auftrag wirklich schädlich fürs Herz. Früher, als das Python-Konto noch aktiv war, hatten wir nicht einmal genug Zeit, um unsere Sicherheit in Aufträge zu bearbeiten. Wir hätten diesen also wahrscheinlich nicht angenommen, oder? Nehme ich an. Wenn wir bei diesem Auftrag nicht angekommen wären, angenommen hätten, hätten wir damals Soldatin 11 nicht. Hätten wir niemals Soldatin 11 kennengelernt. Die Sergeantin hat etwas Reines an ihr. Sie könnte gefährlich werden oder hell glänzen. Es ist diese Reinheit, die zu überflüssigen Sorgen führt. Und dann hat sie noch einen Grundsatz, ihre spartanische Disziplin und ihren Stolz, die davon stemmen, Soldat zu sein. Und die gelegentliche Unbeholfenheit. Diese Soldatin Elf ist halt definitiv nicht der Typ für eine liebevolle Freundschaft, aber man möchte trotzdem gerne mit ihr Nudeln essen. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir die Gelegenheit nutzen, einen langfristigen Kontakt zu ihr aufzubauen. Weißt du übrigens das doch auch, oder? Ja, Geschichte pausieren. In meiner Rolle. Ich bin ja fertig, oder? Da kommt noch was. Nur, wo kann man die Mission noch mal spielen? Von der. So für den Fall, dass man etwas verpasst hätte, ne? Wenn man nicht alle Dinger hier bekommen hätte oder so, ne? So, das ist die Hauptstory, ne? Ja, da geht es nämlich um die ganzen Hausmites, ne? Noch nicht freigeschaltet, da sind noch andere Sachen, die irgendwann freigeschaltet werden. So, das ist von Nekomata, ne? Level 28, also noch jeweils drei Stück, ne? Wenn wir noch hier, das glaube ich von Grace, ne? 35. Einige sind alles von den Charakteren, die man noch nicht. Habe ich nicht von Dings auch schon? Ich hätte gedacht, wir hätten von Dings schon von Koleda. Aber anscheinend nicht. Ich dachte, okay, cool. Haben wir das abgeschlossen, ausgezeichnet. Jetzt möchte ich mal hier mal gucken. Das ist sie bestimmt auch hier angelistet, ne? Obol-Truppe. Ja, guck mal. So, aber ich kann ihre Freundschaft nicht erhöhen, weil ich sie nicht habe, ne? So, genau. Und dann habe ich nämlich hier, ich habe für Nicole die letzte Dings hier freigeschaltet, ne? Ich guck mal kurz in meinen Notizen nach. Ich habe einige Sachen offscreen gemacht. Nicole habe ich jetzt hier die Dings hier freigeschaltet, die letzte Quest, die letzte Cutscene. Genau, ich habe mir irgendwie notiert, irgendwie, keine Ahnung, Anton hat mit geöffneten Augen geschlafen. Ich habe den mal auf der Baustelle irgendwie getroffen, der hat irgendwie mit geöffneten Augen geschlafen im Stehen. Und Ben wurde hier mal in Lumina, dieser einen Stadt hier, wurde er mit diesen Katzentypen hier verwechselt von einigen Kindern. Und hat sich dann irgendwie als dieser Offizier Miau Miau irgendwie ausgegeben. So, dann habe ich noch offscreen, weil ich sollte hier vor dieser einen Statue, von diesem einen Bangbo, der irgendwie die Hosen runter hat, hier ein Foto mit Nicole machen. Für so einen Fotowettbewerb und danach, weil ich habe die Freundschaft maximiert mit ihr und dann habe ich die dritte das dritte Gespräch freigeschaltet. Ich weiß nur,
als ich mit ihr gesprochen habe, wurde sie irgendwie von so zwei Typen umzingelt. Ich weiß nicht, ob die irgendwie die angebaggert haben oder so, aber das ist irgendwie das, was da passiert ist. Und ja, die Katzen habe ich noch nicht gesehen, also schauen wir mal. Schau mal, was da passiert ist, ne? Mit Nicole ist vertrauenswürdig. Okay. この通り、私には誠実な保証人がいるのよ。お金だってすぐ返せること受け合いなんだから。ニコの保証人だと？お前ら一体どういう関係だよ。まさかグルじゃねえよな。そんなわけないでしょ。こちらの方とは清く正しいビジネス上のお付き合いをさせてもらってるの。そうやって弁解するとこがますます怪しいな。 ich hab mit ihr nichts am Hut. Da will ich aber auch nicht sagen. So eine Beziehung haben wir wirklich nicht. Ich gerade Nicole gefriendzoned. Mitten in diesem angespannten Moment kommt plötzlich eine andere zwielichte Gruppe auf euch zu. やっと見つけたぞ。ジャトエのニコ。よくもこりずに俺らを騙そうとしやがったな。あんたがよこしたエーテル物質を鑑定に出したらどうだ。たったの30万にしかならないと言われたぞ。うちから50万借りてんのを忘れたか。 まあまあ落ち着いてちょうだい。きっとあれよ。うちの未熟な従業員がうっかり間違えちゃったのよ。彼はビビスの名前。ちょっと待って。お待ちいただけるかしら。すぐ残りの9個をここに持ってこさせるわ。そこから。 Der Hatte im Wert von 300.000 Denny wird beiläufig zu Boden gestört und rollt immer umher, bevor er unter den Füßen des ersten Schuldeneintreibers liegen bleibt. Dieses Stück Ether. 決して安物には見えないけど。うん。しゃあねえな。そういうことならこのエーテル物質は俺らがいただいてくか。こいつの値打ちは30万だったか。元金が20万で利息はそうそう10万だった。お、よかったな。こいつでチャラだぜ。利息で10万ですって。 この私より貰ってくるじゃない。こっちは治安局につてがあるんだから、ただじゃ済まないわよ。へいへい、じゃ7万ってことにしといてやるよ。ほら、腕1本なくすどころか、その場で3万も手に入っちまったぜ。良心的な金貸しに巡り会えてよかったな。待って、もう少し話し合いましょう。あ、ちょっと痛い。ありがとうございます。みさん、ファイン、ノハムラウフェン。 Gleit von Nicoles Schreien wirft der erste Schuldeneintreiber ein paar Geldscheine neben, bevor er sich mit den geplünderten Ether davon macht. Nicole, geht's dir gut? Nico, daijoubu kai? Sono, okane nante iu mono wa jinsei ni okeru maboroshi mitai na mono touyou ka. Nicoles gequältes Gesichtsausdruck verblasst, soweit sich Igopa aus dem Staub gemacht hat. Sie hebt die auf dem Boden verschreuten Geldscheine auf, zählt sie ab und verteilt sie. 報酬の1万ディニーよ。みんなお疲れ様。わ。おやすいご用さ。また何かあったらいつでも俺と連れを呼んで。さあ、メニッタス。まさか後から来た借金取りは君がお金で雇った桜だったのか。いやね、桜だなんて人聞き悪いんだから。ストリートで生きてると。 Was, wenn die jetzt nicht irgendwie 10.000 hingeschmissen hätten? Aber diese ätherische Materie von ihm sollte echt gewesen sein.
僕の見間違いじゃなかったら、あのエーテル物質は本物だったような。さすがね、最初から見抜いてたの？それとも当てずっぽうかしら。確かにあのエーテル物質には30万ディニー以上の価値があるわ。ストリートをうろつく時の心得その3、糸は長いほど大きな魚が釣れる。さっきのはただの餌で、肝心なのは残りの9個ってワードよ。私をエーテル物質の価値がわからないやつだって相手が思い込んでくれたら締めたもの。欲をかいて残りの9個も買い占めようとするに決まってるわ。もちろん残りは全部安物だけど。Wenn ihr so einen Scharfsinn hat, warum hat sie andauernd Schulden? Was stimmt mit dir nicht? Was ist, wenn die den Köder nicht schlucken? でもまあ確かに商売上絶対ってことはないわ。もしあいつが引っかからなかったら、先生堂々力でねじ伏せて物を取り返すまでよ。それがチャトヤの得意分野なんだから。Du bist eigentlich ziemlich schlau. Ich habe schon gewundert, wie diese Katze ihn hier geändert hätte. Mit ihr traurig und irgendwie voll die ganze Zeit in Schulden und so. Wäre sehr, sehr trübes letzte Katze irgendwie gewesen. Deswegen habe ich mich schon gewundert, wohin das hier hinführt. Okay. So, und da ich den Freundschaftswert mit dir maximiert habe, kann ich mir hier auch ihr Dings hier freischalten, ihr Hintergrundbild. Ausgezeichnet. Ja, Ben und Anton habe ich auch schon maximiert. Die hatte ich eigentlich schon vorher maximiert. Aber da muss noch irgendwie so eine Katze hier kommen, irgendwie, damit hier die ja auch maximiert bekomme, ne? So, und ich glaube, ich habe mal hier diese eine Seite hier mal weitergemacht. Wo ist das nochmal? Hier, yeah. da musste man irgendwie, wie heißt es hier? Genau, ich habe die ganze Zeit so zwei Seiten offen gehabt, so im Sinne von, oh, du musst einmal kurz und die nochmal zurückgehen, ne? Ja, doch hier, ne? Oh, hier kann man schon sehen, ob man alles freischalten kann. Oh, guck mal hier. Cool, da geht's ja immer noch weiter. Keine Ahnung, ich hatte die ganze Zeit hier so zwei Dinge offen, so im Sinne von, oh, du musst einmal, wie ich weiß nicht mehr, wie das nochmal heißt, diese eine Dings hier machen, wo du Artefakte bekommst, Relikte oder Discs hier, die Artefakte oder Relikte, die du spielst, wo man so Sets bauen muss. Das habe ich einmal gemacht, ein Set habe ich mal hochgelevelt, um ein anderes zu bekommen, dann ging das hier auf die nächste Stufe. Und jetzt haben wir hier die Agentengeschichte abgeschlossen, weil auch eine Voraussetzung war. Das heißt, das haben wir auch abgeschlossen, das heißt, das hier haben wir geschlossen. Gleich wieder eine Kassette und mal gucken, was wir hier schon alles haben. Stufe 3 Agenten auf Stufe 40 hoch habe ich. Motoren auf 40 habe ich. Vertrauen eines Agenten habe ich. Ist einmal hoch Ruin Inhalt, die Mitternachtsjagd, da muss ich noch weiter in der Story, glaube ich. Weil das alles Höhe 0. So. Kann es sein, dass ich Typhon Demolierer. Experten Herausforderung. Was ist das? Hans Energie geladen, notorisch gepanzerte HT. Lass mich mal ganz kurz gucken, was das ist. So, jetzt habe ich eigentlich das hier freigeschaltet, glaube ich. Diese Dinger baue ich für einige Charaktere, diese Dinger hier. Habe mich schon gewundert, ich konnte die noch nirgends farmen. Ich glaube, die sind hier für Corin und so, ne? Ich ja auch schon lange ja den Skill hochleveln will. Ist das hier? Ne, ist es nicht. Verdammt. Dann weiß ich nicht, für wen das ist. Oh, für sie ist das. Ja, ich muss irgendwie noch so einen Boss freischalten, damit ich mit ihr irgendwie hochleveln kann. So. Oh. Da wird immer so angezeigt, wann ich das erledigt habe. So, dann gehen wir noch einmal
kurz zur Theke zurück und mal nur eine kleine Sache. Ich gehe mal hin. Ne, insofern mit Bell schwere Quest. So, ne, warte mal, die Dings wollte ich mir noch anschauen hier. Nicole. Oh, nice. Alle Sitzanimationen von den Cunninghairs. Wenn man irgendwie Charaktere bewundern will, ne? Ja, keine Kamerafahrt. Normalerweise zoomt man immer irgendwie. Nee, ja, genau. Darauf habe ich gewartet. Ist schon hübsch, ne? So, dann können wir hier bei Signalsuche. Ich habe hier habe ich nicht genug, aber hier habe ich wieder genug Dinger angesammelt. Hier werde ich sparen, weil ich habe gesehen, er wurde schon released, was welcher Charakter als nächstes kommt, ne? Und das ist so ein Charakter, den ich ausnahmsweise mal haben will. Das heißt, ich werde meine Dinger ja noch sparen, meine Polychrome oder wie auch immer die heißen. Und dann gehen wir mal zum ersten Mal die Event Gacha für jemanden spielen, ne? So, aber ich habe wieder 10 Dinger, deswegen gucken wir mal, was wir hier kriegen, ne? Los geht's. So. Mir fehlt nur ein 4-Sterne-Charakter. Ja, immer noch nichts. Okay. Oh, das ist sehr traurig. Nur eins. Ah, das ist schon wieder sehr traurig. Ich will ja nur ein Ding bekommen hier. Mein Bambus kriege ich immer 2 oder 3. So. Weiter mal bekommen. Ich habe nicht schon mehr diesen einen für Billy. Diese eine Waffe. Rauskommen. Jetzt aber. Yeah! Ich habe sogar sie bekommen. Das gibt's jetzt nicht. Oh, geil. Yay! Oh mein Gott. Ich habe sogar tatsächlich sie bekommen. Das gibt's jetzt einfach nicht. Neuer Charakter zum Hochleveln. Ich habe, glaube ich, gerade keinen Charakter. Ja. 45. Also ich kann mich wieder auf einen Charakter fokussieren. Oh mein Gott. Dann habe ich jetzt 2 von denen jetzt hier. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich alle 4-Sterne-Charakter. Ich weiß, war noch nichts über sie, aber ist auch egal. So, nur ein. Sie ist, glaube ich, Anomalie. Ich weiß gar nicht, was Anomalie ist, ehrlich gesagt. Agenten mit der spezialisierten Anomalie verfügen über starke Malus-Fähigkeiten, sind geschickter an Attributen. Normalie, die rasch ist er nicht gleich wie der Wald ist ein Stoß. Dingens, was ist dann Durchbruchcharakter? Ich dachte, das sind die. Wir verfügen über besondere mächtige Kontrollfähigkeiten. Sie sind geschickt dahin, Benommenheit rasch anzusammeln. Weil das Anomalie, ach so, Anomalie-Sammlung. Das ist hier, ja, wenn die Charaktere, wenn die Gegner so Staatseffekte bekommen, ne? So, ich habe, glaube ich, nichts, das jetzt Anomalie, ne? Aber das ist bestimmt nicht ihr persönliches, ne? Und habe ich ja schon ein paar Mal, so nehme ich mal nicht das oder das hier, ne? Ist das dein persönliches? Nee, ne? Regenwald-Gummi. Weiß nicht, ob das das persönliche von ihr ist. Ich glaube, sehr stark nicht. So, das ist cool. Ich habe jetzt alle 4-Sterne-Charaktere. Jetzt fehlen mir nur noch die 5-Sterne-Charaktere alle. Ausgezeichnet. So, das ist aber nicht ihr persönliches, ne? Sonst wird da irgendwie so eine Nachricht da unten kommen, ne? Cool. So, dann müssen wir sie noch mal kurz austesten hier, ne? Wenn ich wüsste, wo man das noch mal macht. War das nicht hier irgendwo? Ne, hier war das, ne? Hier war das. Dann schauen wir uns mal an, was sie so drauf hat, ne? Ich habe keine Ahnung. So, Piper. Oder Pippa? Piper, ne? Okay, cool. Ausgezeichnet.
Oh mein Gott, so viel Glück. Und sie war sogar wieder hier im Shop gerade zur Verfügung. Deswegen habe ich mir schon gedacht, vielleicht kann ich ja genug Punkte ansparen, um das gleiche zu machen wie für Lucy, ne? Aber brauche ich ja jetzt nicht mehr. Cool. Wenn ich gedrückt halten von Spezialangriffen oder Reifen angewendet werden, rotiert Piper ununterbrochen um ihren eigenen Aktion, führt immer stärkere Wirbel ab. Während es ich mache das schon. Oh Gott. Müssen wir erstmal ihre Animation anschauen. Mich irgendwie an Corin, wenn sie ihre Axt schwenkt. Na komm her, du, 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 du. Ich will nach dem Basisangriff schnell ein, okay. Na okay. Alter, mal ausreichend Energie, ja. Spin to win. Neuer Charakter. Genau, ihr rollt mit. Also leider haben wir noch Charakter zum Trainieren. Wir sind ehrlich gesagt gerade wieder ausgegangen, was ich hier trainieren soll. Nein, jetzt hast du ihre Screen Time weggenommen mit dein Auftritt. Okay, sehr cool. Ja, diese Gruppierung aber irgendwie noch nicht gesehen in der Story da so, ne? Die Söhne von Kalidon oder wie auch immer die hießen, ne? Und zu die beiden hier gehören. Aber hey, jetzt habe ich auch zwei Mitglieder davon ausgezeichnet. Oh, ich freue mich. Freue mich, wenn irgendwas mal so läuft, wie ich mir vorstelle. Macht so Charaktere, die so ein Low Effort Dings irgendwie haben, so eine Low Effort, Low Energy Aura. Ich muss mir mal angucken, welche Waffe dafür besser ist. Ich meine, das ist keine von denen ist die persönliche. Manchmal relativ offensichtlich. Okay. Söhne von Kalidon. Piper Wheel. Okay, genau. Wenn ich sie hochlade, kriege ich auch wieder ein paar Dinger. Oh, muss ich mehr, aber da habe ich noch nicht genug. Ne? Sehen wir eigentlich noch Nekomata. Dann habe ich alle Charaktere, die ich haben will. Das ist genau wie noch Geist da. Dann gleich Status. Cool, ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, ich bin im Part hier. Ne? In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich noch weiter hier die Dings machen, die Story Quest. Ich werde dann aber wahrscheinlich, wenn die alle so, ich habe da irgendwie ja gesehen, so irgendwie jede von diese Quest dauert irgendwie so eine halbe Stunde, habe ich gesehen. Ne? Das heißt, die bestehen immer aus drei Dingern. Das heißt, ich habe ja gerade was verloren. Ich suche das gerade, aber finde ich gerade nicht. Und ja, so wie ich das sehe, dauert so eine Quest so ungefähr eine halbe Stunde. Ne? Das heißt, wenn ich drei auf einmal mache, dann kann ich eine anderthalb Stunden langen Part machen und dann direkt die ganze Charakterquest von einem Charakter machen, ne? Anstatt hier aufzuteilen. Dann werden die Parts halt ein bisschen länger, aber dann habe ich wenigstens die gesamte Charakterquest mindestens so schnell wie möglich in einem Part abgeschlossen, ne? Ich glaube, das ist mir irgendwie lieber, anstatt dann nochmal extra aufzuteilen und so, ne? Und ja, so mache ich das dann, nehme ich an. Ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschö. Mit Ö.